Lothar Lange, Dresden, den 10.8.2023. Den mutigen Menschen in Niger gewidmet. Niger, 25 Millionen Menschen, 1,2 Millionen Quadratkilometer, ohne direkten Zugang zum Meer, seit circa 1900. Kolonie Frankreichs, wesentliche Bodenschätze, Gold und Uran. Frankreich erhält davon 97% des Gewinns, Niger 3%. Die politisch im Nigergebiet dominierenden Volksgruppen der Zarma und Songhai stellen etwa 21% der Gesamtbevölkerung, etwa 55,4% gehören zur Bevölkerungsmehrheit der Hausa. Bereits zu Zeiten der französischen Kolonialzeit wurden bei der Vergabe politischer Schlüsselpositionen an Niger zumeist die Songhai und Zarma bevorzugt. Diese Unverhältnismäßigkeit in Ansehung der Repräsentanz in der Bevölkerung wurde während der Zeit der unabhängigen Republik fortgesetzt. Die drei ersten Präsidenten Nigers waren allesamt Zarma. 1993 wurde mit Mahamane Osmane erstmals ein Hausa zum Präsidenten gewählt. Mit Mohamed Bazoum wurde 2021 das erste Mal ein Staatsbürger, der aus der Minderheit der Diwa-Araber, einer arabisierten Bevölkerungsgruppe im Niger stammt, zum Präsidenten gewählt. Laut Auskunft bei Wikipedia. Ihr Menschen in Niger habt für Afrika, für die ganze Welt die Zeitenwende eingeläutet. Anfangen möchte ich diesen Beitrag mit einem großen Danke an die mutigen Menschen in Niger, das nigrinische Volk. Ihr habt mit einer unblutigen, superfriedlichen Palastrevolte die von Frankreich lancierte megakorrupte politische Elite in Niamey in die Wüste gejagt und habt euch endlich von den kolonialen Machenschaften eurozentrischer Kolonialmächte, insbesondere Frankreich, befreit, die seit Heinrich der Seefahrer Portugal 1450 auf dem afrikanischen Kontinent gewütet haben, die indigenen Völker versklavt haben, die Rohstoffe ausgeplündert haben und für ihren Machterhalt nach 1945, dem Beginn des Neokolonialismus, die afrikanischen Länder noch perfekter erobert und brutaler ausgebeutet, haben die Kolonialmächte Europas nach eigensten nationalökonomischen Gierschlundigkeiten sich gemeinsam Afrika filettiert, vor allem Portugal, Spanien, das britische Empire und Frankreich, auch mit Hilfe des englischen Marionettenstaats Belgien und seinem Leopold II. Stichwort Kongo-Konferenz 1884-85 in Berlin. Seit 1885 sind über 40 Millionen Menschen in Afrika infolge der Kongo-Konferenz-Ergebnisse zum Opfer gefallen. Dort teilten sich vor allem die oben genannten eurozentrischen Staaten den afrikanischen Kontinent in jeweilige Einflussgebiete
um einen gegenseitigen Eroberungskriege untereinander zu vermeiden. Die eurozentrischen Staaten stattdessen mit ihren jeweiligen indigenen Sklaven und Söldnern die imperialistischen Kriege führte, sich die Kongo-Vertragssignaturmächte gegebenenfalls beim Landscraping Afrikas sogar untereinander sich zu unterstützen vereinbarten. Ägypten stellt hier eine Ausnahme dar, denn hier tobten zu Zeiten Napoleons Frankreich heftige Schlachten gegen England um Ägypten. 1805 kam es zu einer der berühmtesten Seeschlachten aller Zeiten, die Schlacht von Trafalgar. Englands Royal Navy unter dem Kommando von Admiral Lord Nelson triumphierte über Napoleons Flotte, wodurch England für rund 100 Jahre zur beherrschenden Seemacht der Welt wurde und fortan das britische Empire den afrikanischen Kontinent und auch die Kongo-Konferenz dominierte. Bei der Kongo-Konferenz in Berlin 1884 zogen also die eurozentrischen Kolonialmächte am grünen Tisch Grenzen mit dem Lineal, ohne einen einzigen relevanten Vertreter der afrikanischen Völker, und zerschlug die damals bereits existierende westliche Wertegemeinschaft mit Absicht oder Naivität ethnische Siedlungsgebiete von Völkern, die kulturanthropologisch eigentlich seit schier ewigen Zeiten eine Volksgemeinschaft darstellten. Wodurch in Afrika diese Sollbruchstellen zukünftiger zu erwartender geplanter Kriege sich in allzu vielen afrikanischen Ländern als Ergebnis der Kongo-Konferenz Bürgerkriege, Kriege afrikanischer Staaten untereinander ereigneten, weil getrennte Ethnien als zumeist unterdrückte Minoritäten in einem anderen Retortenstaat mit einer anderen ethnischen Majorität quasi deportiert, dann diskriminiert wurden, brutalste wirtschaftliche Verelendung erlitten, weshalb sich dann in vielen blutigen Bürgerkriegen der letzten Jahrzehnte der Neokolonialzeit Ethnien untereinander hinmetzelten. Ein tragisches Beispiel stellt Biafra dar. Der Biafra-Krieg war zum Beispiel ein nigerianischer Bürgerkrieg von 1967 bis 1970, um die Sezessionsbemühungen des südostnigerianischen Gebietes Biafra mit der Hauptstadt Enugu. In diesem Krieg verreckten über 2 Millionen Menschen in Nigeria. Das britische Empire hatte spätestens bei der Eroberung des indischen Subkontinents, in dem es über 200 Völkerethnien gab, studiert, wie es die eigenen Soldaten schont, wenn es ihnen gelingt, die unterschiedlichen Ethnien Indiens aufeinander zu hetzen und nur im äußersten Fall, wenn ein ihnen gelegener Landesfluss drohte zu verlieren, diesen dann mit eigenen Truppenkontingenten der britischen 50.000 Mann Armee auf dem indischen Subkontinent beistanden. So konnten die Briten mit geringstem eigenen personellen Einsatz mit den Gesetzen des Hebels ihre politischen, wirtschaftlichen Interessen
müheloser durchsetzen. Das Meisterstück ihrer unverfrorenen, rücksichtslosen machtpolitischen Außenpolitik manifestierte das britische Empire 1916 mit Frankreich, als im Sykes-Picot-Abkommen diese beiden imperialistischen Staaten ein Abkommen schlossen, ohne wesentliche Beteiligung oder Rücksichtnahme der betreffenden arabischen Länder, deren Ethnien, zogen sich diese beiden Mächte England, Frankreich mit dem Lineal ihre jeweiligen Einflussgebiete im Nahost den arabischen Ländern, weshalb sich dann dort folgerichtig der Absichten des Sykes-Picot-Abkommens aber Dutzende programmierte ethnische Kriege in und zwischen diesen Ländern ereigneten. Die Briten und Franzosen, ein machtpolitisches Milieu in der arabischen Region, schufen das für das spätere Hineintransplantieren eines jüdischen Staats Israel geeignet war. Ebenfalls setzten die eurozentrischen Staaten ihre imperialistischen Interessen mit dem Merkantilismus durch, der vorschrieb, aus den Kolonien nur die Rohstoffe zu fördern, von den indigenen versklavten Völkern Afrikas zu rauben, die ergaunerten Rohstoffe nach Europa zu transportieren, weder korrekte Preise für die Rohstoffe zahlten, mit dem Sklavensystem die Renditen noch steigerten und verhinderten, dass in den Rohstoffländern eine Wertschöpfungskette Industrialisierung in diesen doppelt und dreifach beraubten Staaten sich nicht entfalten konnte und somit die bereits bei den Rohstoffen betrogenen Völker, denen nur Ramschpreise gezahlt wurden, diese Länder anschließend zwang, die verarbeiteten Rohstoffe, die in Europa zu Endprodukten verarbeitet worden waren, zu überhöhten Wucherpreisen zu kaufen. Belastet durch ewige Stammeskriege, Bürgerkriege und fehlender industrieller Entwicklung, führten schlussendlich zu dem andauernden Verelendung in Afrika und zu den Flüchtlingsströmen heutiger Tage, da immer mehr Menschen in Afrika keine Hoffnung mehr haben, dass sich zu ihren Lebzeiten sich ihr afrikanisches Land jemals von der eurozentrischen Geiselberaubung befreien kann und fliehen deshalb die Refuges millionenfach auf die vermeintliche Siegerseite Europas, wo sie wenigstens in den Genuss der Errungenschaften dieser Staaten kommen, die sich diese Staaten mit der Ausplünderung auch Afrikas ergaunert haben. Es war die spätere Ministerpräsidentin Meloni Italien, die im Fernsehen verkündete, dass sich Frankreich nicht über die Flüchtlingsströme aus Afrika beschweren dürfe, da es Frankreich sei, das seine ehemaligen Kolonialstaaten in der Sahelzone wie Burkina Faso, Mali, Nigeria, Elfenbeinküste, Senegal, Guinea-Bissau, Benin, Togo mit der BZEAO-Währungsorganisation unter die Finanzhoheit der französischen Zentralbank unterjocht habe, damit diese Staaten ihrer finanziellen Autonomie beraubt habe und damit diese ehemaligen Kolonien nachhaltig finanziell zerstört und deshalb so viele Menschen aus Afrika die Koffer packen und nach Europa strömen.
durch die feste Kopplung des BCEAO-Währungsabkommens an den Euro sind die BCEAO-Staaten faktisch Mitglieder des Euro-Raumes, allerdings ohne jegliche Mitsprache und ohne die Möglichkeit, die eigene Währung abzuwerten, was ein wesentlicher Bremsklotz in der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Staaten ist. Weiter wies Frau Meloni darauf hin, dass sich Frankreich jährlich bis zu 40 Milliarden Euro von seinen geschundenen ehemaligen Kolonien erpresse für ihre angeblichen infrastrukturellen Aufbauleistungen zu Zeiten ihrer unmittelbaren kolonialen Herrschaft vor dem sogenannten Zweiten Weltkrieg. Solange die westliche weiße Herrenrassenelite mit seinen gedungenen Schergen in den Staatsapparaten, den Medien und Parlamenten und der Hochfinanz nicht einsehen, dass die Zunahme der Flucht nach Europa in einem umgekehrten Verhältnis seiner Ausplünderung der afrikanischen Staaten durch die jahrhundertelange eurozentrischen Staaten steht, wird das Ende des Kolonialismus sich noch schmerzvoll gestalten. Dieses haben die Menschen gerade in Niger endlich begriffen, dass sie sich nicht mehr auf Amnesty International, die UNO, die Sonntagsbalkonreden der westlichen Wertegemeinschaft verlassen dürfen und ihre Geschicke in die eigenen Hände genommen haben. Anfänglich hat die Organisation der ECOWAS-Staaten, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, Englisch Economic Community of West African States, ECOWAS, ist eine internationale Organisation von einst 15 Staaten in Westafrika, allerdings ebenfalls eine Organisation, die vor allem von den Franzosen lanciert wurde, um supranational auf Freiheitsbestrebungen einzelner ehemaliger Kolonien indirekt anonymisiert eingreifen zu können, sei es wirtschaftlich mit Sanktionen oder mit kriegerischen Maßnahmen ferngesteuert, allerdings von Paris. Nach der Palastrevolte in Niger, diese ECOWAS mittlerweile um Mali, Burkina Faso und Guinea-Bissau geschrumpft, ein Ultimatum an die Putschisten in Niger gestellt hatte, nun mit kriegerischem Einsatz die angebliche Demokratie in Niger wiederherzustellen und die von den Franzosen installierte Marionette Bazoum wieder ins Amt zu setzen, wobei sich besonders der kriegslüsterne Präsident des militärisch mächtigsten Staates in der Region, Bola Ahmed Adelgunle Timubu, Nigeria, lauthals hervortat. Nachdem im Laufe der letzten 5 Jahre sich mit Mali, Guinea-Bissau und Burkina Faso bereits 4 ECOWAS-Staaten aus diesem vermeintlich auf Frankreichs Gnaden illusionierten demokratischen Staaten sich von Frankreich und seiner ECOWAS-Organisation mit erfolgreichen Putschen gelöst haben, befürchten nun diese ebenfalls von Frankreich installierten Potentaten der anderen hörigen ECOWAS-Staaten ihrerseits vor einem Volksaufstand ihrem Sturz, sind diese deshalb als willfährige Schergen der französischen Außenpolitik instrumentalisierbar, deshalb diese anfänglich bereit gewesen waren, das nigerianische Volk militärisch zu unterwerfen, um in Niger
wieder die von Frankreichs sogenannte reichsstaatliche Ordnung wiederherzustellen, den französischen Lakai Mohamed Bazoum wieder an die Macht zu bringen, einen Präsidenten, dessen Leistungsbilanz dafür sorgte, dass Niger als das drittärmste Land der Welt bei der UNO geführt wird, obwohl es unermessliche Rohstoffe in seiner Erde birgt. Doch bislang erzwang Frankreich, dass der Gewinn an den Rohstoffen 3% für Niger, 97% für Frankreich. Lediglich die mega korrupte politische Machtelite in Niger finanzierte, die ihre Schmiergelder gleich auf eurozentrische Konten verschob und deshalb fast kein Geld mehr für gesellschaftliche Daseinsfürsorge dem nigrinischen Volke zukam. Im Gegensatz zu Jemen und Sudan, wo gerade in den letzten Jahren ebenfalls Putsche durchgeführt wurden und es dort Bürgerkriege mit abertausenden Toten dokumentiert wurden, ist diesbezüglich der Palastrevolte in Niger, sogar inklusive der Mainstream-Presse, noch kein einziges Foto, gar Film präsentiert worden, das irgendwelche innernigrinischen Straßenkämpfe publiziert hat, die irgendeine politische Opposition in Niger zeigt, die noch mit dem Schergen Mohamed Bazoum sympathisiert. Es macht den Eindruck, dass in Niger über 95% der Bevölkerung mit den Zielen der Palastrevolte einverstanden ist. Was haben Menschen denn noch zu verlieren, die angeblich in einer Demokratie leben, aber verhungern? Diese Menschen suchen allerdings eine Alternative zu dieser meuchelmörderischen Demokratie, denn alles andere ist dann besser, als in der Demokratie aller westliche Wertegemeinschaft ist sein, noch furchtbarer zu leiden. Als die westliche Wertegemeinschaft erkannte, dass sich mit ethnisch motivierten Interventionen keine ausreichenden Söldnerheere mehr rekrutieren ließen, begannen diese NATO-Kriegstreiber, die Religion für ihre Divide-Impera-Kriege zu nutzen, indem sie den religiösen Fundamentalismus züchteten, mittels dem sie nun wieder militärische Ziele auf den anderen Kontinenten, in den missliebigen Ländern, mit ihren nun religiös fanatisierten Söldnertruppen instrumentalisieren konnte, um Putsche und Bürgerkriege nach Bestellung zur Destabilisierung zahlloser Länder zu Stellvertreterkriegen in Nahost, Nordafrika, Afghanistan, der Ukraine und jetzt in der Sahelzone mobilisierten. So entstand der Al-Qaida, das Islamische Kalifat, die IS, die jeweils von den NATO-Staaten konstruierten muslimischen fundamentalistischen Terrororganisationen aufzurüsten. In der Sahelzone Westafrika heißt die vergleichbare vom Westen unterstützte Terrortruppe Boko Haram, die mit den Waffenlieferungen der NATO-Staaten die ganze Region seit über 10 Jahren ins Elend reißt. Boko Haram ist eine islamistische terroristische Gruppierung im Norden Nigerias, die auch in den Anrainerstaaten Tschad, Niger und Kamerun aktiv ist. Doch als auch mit Unterstützung der russischen Wagner-Söldnertruppe in Mali und Burkina Faso Boko Haram von den Territorien
vertrieben werden konnte, fand die Boko Haram und andere abgespaltene Terrororganisationen in Niger einen neuen Stützpunkt mit Billigung der NATO-Staaten, USA und Frankreich, die im Niger noch Truppen stationiert haben. Das erklärt, warum Mali und Burkina Faso so vehement 2023 Niger beistehen wollen, weil sie endlich die Plage der vom Westen finanzierten fundamentalistischen Terrortruppen beseitigen wollen. Ich bin optimistisch für die Zukunft Nigers, denn der kriegslüsterne Präsident Nigerias Bola Ahmed Adekunle Tinubu wurde von seinem eigenen Parlament zurückgepfiffen. Mali und Burkina Faso haben unmissverständlich erklärt, dass ein militärischer Angriff der übrig gebliebenen ECOWAS-Staaten auf Niger als Angriff auf das eigene Territorium betrachtet werde und sie dann Niger unterstützen werden. Algerien hat gemeldet, dass es bei einer militärischen Intervention der ECOWAS-Staaten zugunsten Niger eingreifen werde. Die anderen 42 afrikanischen Staaten werden sicherlich zudem der ECOWAS signalisiert haben, dass ein ausufernder Krieg zwischen afrikanischen Staaten nur den ehemaligen Kolonialstaaten nutzen werde und das Elend durch den Neokolonialismus zahlreicher afrikanischer Staaten nur fortschreiben werde. Diese gesamtafrikanische Konstellation wird schlussendlich die übrig gebliebenen ECOWAS-Staaten vor unüberlegten Handlungen schützen. Wurden in den frühen Kolonialzeiten mit offener, roher Gewalt die afrikanischen Völker unterworfen und hingemetzelt, haben die eurozentrischen Staaten in der neokolonialen Zeit nach 1945 lediglich ihre Ausplünderungstechniken perfider, hintergründiger, geräuschloser, anonymer, intriganter fortgesetzt, haben vermeintliche demokratische Wahlen manipuliert und wenn das Ergebnis trotz aller Manipulation von draußen nicht funktionierte, tatsächlich vom Volk gewählte Präsidenten bei Missfallen Putsche oder Attentate organisiert. Patrice Emery Lumumba war ein kongolesischer Politiker. Er war von Juni bis September 1960 erster Premierminister des unabhängigen Kongo, heute Demokratische Republik Kongo. Zuvor hatte er eine bedeutende Rolle dabei gespielt, das Land aus der belgischen Kolonialherrschaft heraus auf friedliche Art und Weise in die Unabhängigkeit zu führen. Im Rahmen der Kongo-Krise wurde er auf Betreiben der Regierung der USA und Belgiens von Joseph Kasavubu abgesetzt. Als Hauptgrund hierfür gelten wirtschaftliche Interessen beider Nationen, zum Beispiel Kobalt und Coltan für unsere Elektromobilität. Hinzu kam die geostrategische Bedeutung Kongos. Der spätere, vom Werte Westen installierte Präsident Mobutu ließ Lumumba festnehmen und den Behörden von Katanga übergeben. Lumumba wurde dann von einem Erschießungskommando der Provinz Katanga im Beisein belgischer Offiziere und Beamter ermordet. Lumumba war einer der Vorkämpfer der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung.
als charismatischer Anführer und Opfer im Kampf um die Freiheit des Kongo von der kolonialen Herrschaft, wurde er zu einer Symbolfigur des anti-imperialistischen Kampfes in Afrika. Die Verkörperung des radikal Bösen, die Vizeaußenministerin Victoria Nuland, USA, die bereits im Zusammenhang des von den NATO-Staaten lancierten Putsches in Kiew 2014 gegen die rechtmäßig gewählte Regierung während des Putsches auf dem Maidan Ukraine wegen ihrer kriegshetzerischen Reden unangenehm aufgefallen, dort die massenmordenden Putschisten bejubelte, reiste 2023 diese Victoria Nuland 8 Tage nach der negrinischen Palastrevolte in Niamey an, mit der Brechstange der aggressiven Außenpolitik der USA, glaubte sie, dort ohne weiteres zum abgesetzten Präsidenten Bazoum vorgelassen zu werden und dem jetzigen Staatspräsidenten von Niger, Abdurrahmane Tchiani, die Leviten zu lesen. Scheiterte jedoch Victoria Nuland für die ganze westliche Wertegemeinschaft stellvertretend in demütigender Art und Weise und wurde auf dem Flughafen in Niamey kaltgestellt, ergebnislos schmählich mit dem nächsten Flieger zur Heimreise genötigt. Die Regierung von Niger, das drittärmste Land der Welt, mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 380 Euro im Jahr, hat einzigartig und ganz innovativ den zurzeit gefährlichsten Schurkenstaat der Welt, die USA, schlichtweg vom Hof gejagt. Das bedeutet auf Afrikanisch das Wort Zeitenwende. Diese Schmach werden sich ab jetzt die NATO-Terrorstaaten in der Zukunft häufiger gefallen lassen müssen, sagte doch schon Heraklit, alles fließt. Untergang des Abendland von Oswald Spengler, 1922 publiziert, galt bislang als Prophetie. Doch im Jahre 2023 liest sich sein Werk als Wortgeber tagesgeschichtlicher Ereignisse in seriösen Zeitungen. Wehe Victis!